herzlich willkommen im Reaktorkern des Tesla-Institutes. Wir sind Tex Murphy, smarter Privatermittler aus New San Francisco und haben gerade die Welt vom Untergang und vor allen Dingen unseren Arsch vor der atomaren Zersetzung gerettet, indem wir in letzter Sekunde da oben irgendwelche Reaktorstrebe eingedrückt haben. Wir müssen jetzt zurück ins Atrium. Hier bin ich beim ersten Mal schon über die Klinge gelaufen. Das heißt also hoppla hopp dadurch. Und nicht hier noch stehen bleiben, weil irgendwie hat es mich da zerlegt. Oh nee, das kann doch nicht schon wieder sein. Muss ich jetzt hier echt hier so eine Wandaktion machen? Ja, anscheinend. Hier in so einem scheiß Kasten bin ich beim ersten Mal auch drauf gegangen. Das fängt ja gut an. Fängt ja hervorragend an. Gut, also taram, 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 taram. Ja, aber wieso darf man sich da oben nicht reinstellen? Oder war ich von den Dingern nicht weit genug entfernt? Super. Was? Ich muss zum Kommunikationszentrum. Jetzt habe ich mich da so drauf konzentriert, auf die blöde Tür, dass ich überhaupt nicht gelesen habe, wo ich jetzt hin muss. Wo muss ich jetzt hin? Habe ich ja. Ja, repariere. Ja. Navigiere zum Auditorium. Aber ich hab doch schon diese komische Disk. Ja. Da ist sie doch. Gut. Auditorium. Titanreaktor zum Auditorium. Wo auch immer war jetzt das Auditorium? Projektmanagement, aber hier kommen wir mit Sicherheit wieder nicht rein. Nie Ente. Warum komme ich hier eigentlich nicht rein? There's no way I can get through this door. Weil das Ding kaputt ist zur Hölle. Auditorium. Geht's da nochmal? Gut. Aber hier war doch nicht. Nee, Projektmanagement. Projektmanagement war jetzt nicht wirklich das, was wir wollten. Aber hier gab es ja, glaube ich, noch keine Minen, die da andere. Auditorium. Auditorium. So. Dann. Projector still looks operational. Machen wir das jetzt mal. So. We would like to share the results of a special study we conducted into the potential increase of seismic activity, resulting directly from the artificial augmentation of electromagnetic georesonance, a direct result of amplifying the effectiveness of Tesla's apparatus for transmitting electromagnetic energy. What Johansson continually fails to understand, or perhaps even ignore, is the fact that based on simulations we have run, if the tower proves to be as effective as estimated, the results have the potential to be catastrophic on a global scale.
If we were to amplify the output to levels which Johansson is determined to achieve, combining our results with Tesla's own findings from his New York experiment in 1898, we may very well be responsible for causing seismic activity that could shatter our planet into pieces. Ja. So. Und du? Was machen wir denn jetzt? Gibt es da jetzt irgendeinen Hinweis? Wir müssen doch zum Strandhaus. Genau, wir müssen doch... Nee. Doch, zum Sumpfhaus müssen wir da. Müssen wir hin, um Mantus diese Dings zu bringen. Die Frequenzen, die wollte er haben. Als Gegenleistung wollte er uns doch... den Standort des Tesla-Eis verraten. Was ist denn das hier für ein Lärm zur Hölle? Ach, das ist das hier immer noch. Gut. So. Also wieder raus. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir jetzt hier nicht gleich wieder hier über ist der erst Level 1 oder müssen wir noch eine Runde? Nee, hier ist doch dieser komische quere Balken, den man gesehen hat, wenn man von da hinten kam. Jetzt bitte kein Piep, Piep, Piep. Hier endet die Geschichte. Ja. Fantastisch. Das war meines Wissens aber nach, ja, das war die Eingangstür. Ja. Jetzt müssen wir uns mal überlegen, wie wir hier rauskommen. Also, wir waren doch hier unten in allen Büros. Ja, das ist das da hinten. Ja, ich habe jetzt hier noch keine Lust wieder. Tja, kann das sein, dass wir oben irgendwo raus müssen? Even in death. Warum bin ich jetzt gestorben? Das würde mich mal interessieren. Warum zur Hölle bin ich jetzt gestorben? Tja, mal überlegen, aber im zweiten Stockwerk, wo sollten wir da rauskommen? Das ist natürlich im Moment ein bisschen blöd, die knackselige Rumlauferei hier. Ja. Pieps. Aber hier war doch irgendwo ein... Da. Hier war der Junge. Wo sollten wir hier rauskommen können? Ja, ich weiß, du bist immer noch da drunter und weißt du was? Ich werde dich auch da drunter lassen. Weil das nicht bis für meine Gesundheit gut ist, dich herauszulassen. So, hier waren doch allerdings auch Minen. Da war eine Mine. Hier waren viele Minen.
können natürlich noch mal gucken, ist der erst Level 1? Ist der eigentlich noch weiter runter? Sieht hier unten aus. Hier unten sieht es schlecht aus. Tja, machen. Was können wir jetzt hier machen? Aber Aufzüge. Aufzüge, 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 Aufzüge. Da ist das Auditorium. Probieren wir mal, ob wir eventuellerweise jetzt Glück haben und irgendeiner der hutzeligen Aufzüge funktioniert. Weil sonst... Blanche, da war glaube ich der Typ hier drinne. Ob jetzt einer der Aufzüge funktioniert. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Treppen nehmen. Die sind überall falsch. Aber kam er dann noch weiter hoch? Muss ich erstmal überlegen, fällt mir momentan das Projektmanagement. Gut, hier sind zumindest keine Minen. Jetzt die Stairs, das Auditorium. Auditorium. Ja, ich höre ja hier schon das Ding wieder rumgelernt. Hier sind die Treppen. So, also nochmal die Nummer mit dem in die Ecke stellen. Summ, summ, summ. So, das war aber auf das Level 3, in das wir ja nicht kamen. Hier kamen wir erst gar nicht rein. Jetzt hier bitte sehr flüchten. Level 4. Satellitenexpressis, Snurpower, Rudingstation, Bordroom. Was ist das? Bordroom? Das Glas, das Glas. Komme ich denn rein? Wo komme ich denn nicht rein? Was haben wir denn hier? Boardroom. Waren wir hier schon drinne? Nee. Tesla. I think this guy has a twin brother around here. Momentan sehe ich auch nicht, das sind doch auch wieder mit Sicherheit. My Pee-wee football team. Ah. My guy Gamer. Wenigstens ein Comic haben wir noch gefunden. Hilft uns das? Kann man hier etwas drücken? Machen du? Nee, die kann man sich nur anschauen. Kann man sich auch nur anschauen? I'm not mistaken. This is a door. So, gut. Also hier ist nichts.
Im Boardroom geht mal gar nichts. Was haben wir hier? Leider die nicht funktionierenden. Bombe, die wir aber nicht aufheben können. Okay. Gehen wir hier rein. It's the auxiliary power station. I can reset the satellite. Okay, das sieht nach dem Ausgang aus. Aber uns fehlt offensichtlich noch was Maßgebliches. It's an old bug bomb. It's an old bug bomb. An industrial strength bug bomb. Das sieht doch schon mal besser aus. Kommen wir zumindest mal jetzt da hinten anscheinend doch weiter. Liegt denn hier noch was rum? Waren wir denn hier eigentlich schon in allen Räumen? Okay. Wo geht's denn hier hinten? Knuspert und raspelt hier. Ah! Wo kommst du denn her? I hope you saved your game, because I forgot to do that for you. Ja. Wo bin ich denn jetzt? Jetzt wieder draußen, oder? Obwohl ich mir gerade überlege, ob das wirklich so eine pralle Idee ist, hier draußen rumzulaufen. Aber da oben glitzert was. Tja. Gute Frage, nächste Frage. Okay. Feuerlöscher. Sonst ist hier nichts mehr. Der Otto-Normal-Mutant hat sich leider gerade verabschiedet. Das heißt leider. Wir wären, glaube ich, schon tot. So. Ich glaube, hier springe ich nicht runter. Ich bezweifle auch, dass ich es kann. Satellitenstation Notstrom. So. Wollen wir mal gucken? Wo kam denn das so schnell her? So. So, wo wird das jetzt ausgelöst? Direkt hier vorne. Ey, das soll erstmal einer sehen. Okay. Ich soll in Notstrom starten. Wo kann ich hier den Notstrom? Wie hieß das Ding überhaupt hier? So mal informativ, das ist Satellite Access. Der Satellite Access. Aber ich wüsste nicht, wo ich das hier starten könnte. Und den einzigen
einzigen Gang. Hier sind wir eindeutig hochgekommen. Dann würde ich... Ja, das ist klar, diese Kackbienen, diese verfluchten... Level 4, da sind wir durch. So. Dann stehen wir jetzt hier vor dem Technical Services Routing Station und werden hier abspeichern. Die Zeit für heute ist rum. Mit einigen Blessuren am Leib sind wir zumindest mal etwas weitergekommen, sehen zumindest mal reell eine Chance, hier vielleicht die Räumlichkeiten zu verlassen. Ich danke euch erstmal fürs Zuschauen an diesem wunderbar heißen, kochenden Tag heute. Wünsche euch noch einen schönen Tag und hoffe, euch wiederzusehen auf meinem Kanal. Bis dahin, macht's gut, bye bye und ciao! Die Kernschmelze also konnten wir dann doch noch verhindern. Aber wie geht's jetzt eigentlich weiter? Ohne die Storyline hätten wir wohl wirklich nicht gewusst, was wir nun machen sollen. Jetzt haben wir zwar die Satellitenaußenanlage gefunden und einen Feuerlöscher, wozu der auch immer gut sein soll, aber es gibt anscheinend keine Verbindung zu dem eigentlichen Kommunikationszentrum. Wo ist dieses überhaupt? Warum haben wir das noch nicht gefunden? Also, es hilft nichts. Weitersuchen und probieren, Kommunikation mit der Außenwelt aufzunehmen. Aber das und alles weitere erst in der nächsten Folge hier auf meinem Kanal. Bis dahin, macht's gut, bye bye und ciao.